Am Mittwoch wurden erneut Maßnahmen beschlossen, die den Einzelhandel weiter einschränken. Von jetzt an darf sich auf einer Verkaufsfläche von 10 Quadratmetern jeweils nur ein Kunde aufhalten. Dies betrifft allerdings nur kleinere Läden. Sollte das Geschäft eine sehr große Verkaufsfläche bieten, so darf es sogar maximal eine Person auf 20 Quadratmetern sein. Zusätzlich wurde die Maskenpflicht ausgeweitet. Von nun an sollen die Masken auch vor den Geschäften und auf Parkplätzen getragen werden. Der Handelsverband Deutschland hat die Maßnahmen bereits kritisiert. Hier wird ein weiterer Umsatzeinbruch erwartet, weil Kunden auf das Internet ausweichen. Eine Hiobsbotschaft, denn das Ladengeschäft hat bereits stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Des Weiteren wird befürchtet, dass die Kunden, welche trotzdem die Innenstadt besuchen, sich durch die Obergrenze wild vor den Läden tummeln. Besonders jetzt, zur Weihnachtszeit, in der die Städte normalerweise stark besucht werden. Dadurch könnte das Infektionsrisiko in die Höhe schießen und die Maßnahmen sogar einen Negativeffekt auf die Infektionszahlen mit sich ziehen. Die Weihnachtszeit ist eigentlich die umsatzstärkste Zeit im Handel. Doch die wird gerade ausgebremst. Wie stark das älteste Geschäft Duisburgs die Corona-Maßnahmen zu spüren bekommt, darüber spreche ich jetzt mit Boris Roskoten, Inhaber des Spielwarengeschäfts Roskoten. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Roskoten, Ihr Geschäft, in dem Sie auch gerade sitzen, deswegen auch die Maske, ist 400 Quadratmeter groß. Das heißt, Sie sind von den neuen Regelungen nicht getroffen. Waren Sie sehr erleichtert? Definitiv. Also wir hatten ja am Anfang auch noch das Gerücht, dass pro 25 Quadratmeter eine Person nur das Geschäft betreten sollte. Das hätte bei uns bedeutet, wir haben 450 Quadratmeter, 18 Personen. Das wäre definitiv ein großes Problem gewesen. Insofern kann ich nachvollziehen, dass jetzt die Häuser über 800 Quadratmeter definitiv ein großes Problem haben. 20% des Handels in Duisburg ist eben von der neuen Regelung betroffen. Das heißt, pro 20 Quadratmeter darf sich nur eine Person auf der Ladenfläche befinden. Was haben Sie so, zum Beispiel auch der Knüllermarkt, was haben Sie so von Ihren Mitstreitern, sage ich mal, mitbekommen? Wie gehen die mit der Nachricht um? Also mit Petra Manuel habe ich jetzt direkt nicht gesprochen. Mit meinen Kollegen hier auf der Straße sind alle natürlich nicht betroffen, weil die Läden alle kleiner sind. Insofern, muss man eben nachjustieren, insofern ist es natürlich so, dass viele sich freuen, die ich jetzt gesprochen habe, dass sie eben nicht betroffen sind. Ich weiß jetzt nicht, gut, im Forum sind natürlich auch einige Läden, die größer sind, wobei in der Regel hier in der Innenstadt die meisten Läden jetzt nicht direkt betroffen sind. Ja, eben 20%, das ist eben 80% sind eben nicht betroffen. Das ist schon mal Glück, wenn man das so sagen kann. Jetzt ist es so, dass Ihr Geschäft ja auch die Kundenzahl, dass da auch die Kundenzahl begrenzt ist, schon seit längerem, eben nur nicht so stark. Wie finanziell spürbar ist das bei Ihnen schon angekommen? Also wir haben das Glück, dass wir mit Gesellschaftsspielen eigentlich einen Artikel haben, der sehr gefragt ist, und aber auch die ein oder anderen Geschenkartikel laufen gut. Also wir sind momentan nicht so stark betroffen. Es gibt andere Branchen, Textilhandel, der erwartungsgemäß weniger Umsatz hat, weil natürlich die Festivitäten, die Veranstaltungen, Hochzeiten etc. natürlich dann den Bedarf nach Festkleidung entsprechend mindert. Die Begrenzung, die wir momentan, also die wir ja schon seit längerem haben, seit Frühjahr, trifft uns eigentlich eher weniger. Wir rechnen aber jetzt vor Weihnachten schon damit, dass wir gerade an den Samstagen durchaus den einen oder anderen vor der Tür stehen lassen müssen. Ja, es halten sich eben durch die Quadratmeterregelung nicht nur weniger Menschen in den Geschäften auf, sondern da ist die Befürchtung da, es bilden sich auch mehr Schlangen vor der Tür. Sie hatten es gerade gesagt, es müssen Leute draußen warten. Ja, haben Sie diese Erfahrung vielleicht auch schon vor der Verschärfung der Maßnahmen gemacht und schätzen jetzt auch nochmal ein, dass das nochmal stärker werden wird? Also wir haben das bei dem unserem Mieter hier, der Biobäcker, natürlich auch regelmäßig, vor allem in der Mittagspause. Aber das Ich finde eigentlich, dass es relativ gut läuft. Die Leute warten in der Regel geduldig und halten den Abstand. Und es ist natürlich auch besser, draußen die Schlange zu bilden an der frischen Luft, als jetzt innen drin. Das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, gerade jetzt bei der Politik zu sagen, über 800 Quadratmeter ist das Risiko groß, dass an bestimmten Zonen, in bestimmten Zonen, also gerade auch im Kassenbereich, dann eben zu viele Menschen auf einem Raum sind. Insofern kann ich das auch nachvollziehen, diese Entscheidung. Der Handelsverband Niederrhein, der sieht das ja ein bisschen anders. Sie haben es gerade gesagt, damit möchte ja eigentlich höherer Schutz erzielt werden mit dieser Quadratmeterregelung. Und der Handelsverband Niederrhein sagt eben, dass diese langen Schlangen, die sich bilden, dass da eben der gegenteilige Effekt erzielt wird. Wie schätzen Sie das ein und generell die neue Quadratmeterregelung?
Ja, es ist immer sind die zwei Seiten. Ich versuche auch mal aus beiden Blickwinkeln zu schauen. Natürlich ist das ärgerlich, aber auf der anderen Seite kann ich voll nachvollziehen, dass eine Schlangenbildung vor dem Laden an der frischen Luft, wie gesagt, virologisch gesehen nicht so kriminell ist wie jetzt im Innenbereich und irgendwo im Kassenbereich, wo es eng ist und wo dann irgendwann die Leute ungeduldig werden, immer enger zusammenrücken. Also ich kann es nachvollziehen. Ich kann aber auch natürlich den Ärger meiner Kollegen nachvollziehen, die jetzt deutlich weniger Menschen in ihren Laden lassen können. Jetzt gab es ja schon jüngst eine Umfrage der FOM-Hochschule, dass ein Großteil der Duisburger sich beim Weihnachtseinkauf in der Innenstadt trotz Hygienemaßnahmen unsicher fühlt. Und da ist jetzt eben auch die Befürchtung da, dass wenn sich auch noch lange Schlangen bilden oder eben große Massen auf einmal bilden, dass dann ja die Unsicherheit noch größer wird. Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich kenne jetzt nicht genaue Fragestellungen von der Hochschule. Das ist ja immer die Frage, wie ich die Frage stelle. Bei meinen Kunden kann ich das nicht durchweg so nachvollziehen. Also die Mehrheit ist eigentlich, fühlt sich relativ sicher. Wir achten halt auch auf die Abstände. Wir lüften regelmäßig. Es ist natürlich schon so, wenn ich die Frage richtig stelle und schon auch angstvoll mit vibrierender Stimme, dann kann ich natürlich auch die entsprechende Antwort bekommen. Ich würde einfach auch immer wieder vorschlagen, dass wir versuchen, trotz der Umstände möglichst positives auszustrahlen. Und ich denke, dann können wir auch die Krise gut meistern. Okay, das heißt, Sie stellen die Umfrage eher ein bisschen in Frage und machen selber andere Erfahrungen in Ihrem Geschäft jedenfalls. Definitiv, Ja, definitiv. jetzt Also hatten Sie meine gerade Erfahrungen schon. sind Ja. Die sind eben so, dass wir wirklich, wir achten halt darauf, wir versuchen mit einem vernünftigen Miteinander und mit gesundem Menschenverstand an das Problem zu gehen. Und ich glaube, so werden wir das Ganze auch meistern. Man merkt auf jeden Fall, Sie blicken optimistisch in die Zukunft. Jetzt ist es so, man hört eben von vielen Einzelhändlern ja diese Diskrepanz, die herrscht. Einerseits dürfen Einzelhändler oder Geschäfte offen bleiben, andererseits wird von Bund und Ländern immer wieder gefordert, zu Hause zu bleiben. Wie stark ist das oder wie kontraproduktiv ist das für Ihr Geschäft? Merken Sie das auch? Ja, wir merken schon, der Aufenthalt von einigen Kunden ist deutlich kürzer, aber gekauft wird dann teilweise gleich viel. Ich glaube, es ist schon so, dass im gesamten Einzelhandel die Umsätze natürlich sehr stark differieren. Das hat aber mehr damit zu tun, was sie verkaufen. Ich sagte es ja eben schon, Textil ist halt jetzt nicht so gefragt, wogegen alles, was irgendwie einem das Zuhause schön macht und dann auch wieder zu Hause einen beschäftigt, ist halt gerade, da steigt der Umsatz. Viele Dinge sind ja auch ausverkauft und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass das eben stark verlagert wird und dass das eben durch das Virus verursacht wird, also nicht das Missgeschick oder Ungeschick eines Kaufmanns ist. Aber dafür gibt es eben entsprechend ja auch die Unterstützung vom Staat, von der Gemeinschaft, die da sagt, ja, dafür gibt es Ausgleich. Und man hat eben auch schon während des Gesprächs gesehen, in Ihrem Laden haben die Leute keine Sorge. Ihr Geschäft ist gerade schon gut besucht um diese Uhrzeit. Und ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns Ihre persönliche Einschätzung gegeben haben, Herr Roskoten. Gerne.